Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge After Humans. Im letzten Part haben wir uns eine kleine Hütte zwischendurch gebaut. Und da haben wir jetzt erstmal offline verbracht. Das war mehr oder weniger einfach nur... Oh, ich bin ja doof. Jetzt beißt uns die Schlange. Wetten? Geh weg. Kann man die eigentlich abschießen? Cool. Ja, hier haben wir offline verbracht. Weil ich gerade keine Zeit mehr hatte zum Aufnehmen. Und jetzt bauen wir eigentlich die Hütte schnell wieder ab und dann geht's weiter. Und ich werde jetzt heute vielleicht 2 oder 3 Folgen aufnehmen. Maximal. Und wenn ich in der Zeit... Wenn ich in der Zeit nicht Soja finde, dann werde ich mir ein Soja-Setzling cheaten müssen. Dann gehe ich in den Kreativmodus, hol mir einen Soja-Setzling und ja, dann ist es halt so. Dann baue ich mir aus diesem einen Soja-Setzling alles drauf auf, aber... Das dauert mir einfach viel zu lange. Da jetzt schon wieder... Da ist Öl. Aber für Öl haben wir bis jetzt noch keine Verwendung. Aber ich finde witzig, dass das so runterfließt. Ein Ölfluss. Ja, läuft. Hier ist auf jeden Fall Wüste. River. Ist das noch nicht geladen oder sieht das einfach so... Oh, ein kleiner Meteorit. Im Sand eingesunken. Nein, nicht über die... Jetzt sollten wir uns wahrscheinlich wieder in Ufernähe bewegen. Ne, das Treibsand. Mist. Das? Ach, komm hier. Bleib hier. Ja, wenigstens decken die sich. So, schauen wir mal weiter. Erde. Was ist das? Wieder eine Ölquelle. Aber ich suche ein Dorf. Ich suche ein Dorf mit Bewohnern. Und vielleicht angebauten Soja. Oder zumindest sollen die Dorfbewohner mir Soja vertauschen. Für irgendwas, was ich bereits habe. Ist das denn so viel verlangt? Sagt mir, ist das so viel verlangt? Was fliegt denn da rum, ey? Toll. Moment mal. Schauen wir mal kurz. Speed disabled. Enabled. Hardened Sand. Red Sand. Oh. Nicht, dass wir hier noch in etwas anderes als Sand latschen. Treibsand. Egal. Und wieder so komische Tiere, die komische Geräusche machen. So. Was sagt denn die Energie? Das ist nicht die Energie, das ist die Karte. Bei Blair. Na gut, da geht's noch. Haben wir davon eigentlich schon Setzlinge? Ich glaube ja. Oh oh. Komm, geh weg. Da ist der Spawner. Komm, schnell. Oh, oh, oh. Komm, weg. Tot. Ein Glück. Was sagt die? Was ist das denn? Dazzles Marshmallow? Alter! Der macht einmal Hunger komplett voll. Ein Sattel?
Eine goldene Pferderüstung, eine Eisenpferderüstung. Zwei Enderlinien-Samen. Geil. Mundane Ring. Was macht der denn? Was macht der Mundane Ring? Nein. Falsch. Wo war's? Da. Kann man den anziehen? Ring, 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 Ring. Mundane. Shape Crafting. Ne, daraus kann man nichts craften. Also keine Ahnung, was man damit anfangen kann. Aber egal. So, cool. Haben wir zwei Enderlinien-Samen gefunden. Das ist ja schon mal nice. Wir haben bis jetzt nämlich nur zwei und zwei extra. Kann sich sehen lassen. Was haben wir da hinten? Oh, geil! Das... Hin, 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 da ist ein Dorf. Geilo! Oh, und wieder. Wie gut, dass die Viecher anscheinend nur nachts spawnen. Die... Wie heißen die nochmal? Der Kult. Der Crimson Kult. Die Crimson Mage sind richtig mies. Aber ich glaube, hier ist leer. Das heißt... So. Ist da oben? Da ist nichts. Aber da müssen wir hin. Ach, das ist kein Dorf, Mann. Das ist nur ein einzelnes Gebäude, Mann. Was ist denn jetzt zu Mount worden? Lol, ein Dorfbewohner. Geh weg, Scheißschlange. Ciao. Was ist da drin? Perry. Eine Queen Bee. Bleibst hier. Can... Was? Can you help Bee? Me? Ah. Was will der? Carpen das Hatch. Für einen goldenen Dolch. Spore Stark für ein Holzschild. Greaves. Crimson Cult Helm. Aha. Moment mal. Wir müssen das mal kurz wegmachen. Was haben wir? Bee Grub. Royal Jelly. Honey. Iron Sprayed. Refined. Honey. Cooking Oil. Was ist denn hier los? Ist ja sehr schön eingerichtet hier, aber... Crimson Kult, irgendwas. Ja, ich muss gleich erstmal was essen. Packen wir das erstmal alles ins Rucksack, genau. In den Rucksack. Das wollen wir gleich essen. Das Ei auch in den Rucksack. Das packen wir auch. Boot packen wir auch erstmal da rein. So. Klauen wir erstmal das alles aus dem Rucksack raus und ja. Futtern erstmal Toast. Den Marshmallow. Der kriegt einen Ehrenplatz. Keine Ahnung wo, aber der kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Curled Gold Bracket. Mhm, ein Haken. Das wird. Sieren keine Pässe. Mangrove Table. Ja, mehr hat er ja nicht. Presser.
Was macht der denn? Der Presser? Der presst vor sich hin, ne? Aber ich würde den Ofen gerne mitnehmen. Für zu Hause. Aus Prinzip. Meins. Nehmen wir das auch einfach mal mit. Die Schaufel brauche ich nicht unbedingt, aber das nehmen wir einfach. Eine Bienenlarve. Das glauben wir ihm auch. So. Tschüss. Du bleibst hier. So. Was haben wir hier noch? Das ist auf jeden Fall ein Imker. Queen Bee. Apple Honeycomb, Wexcomb, Grubs. Was genau machen die? Ich nehme mal einen mit. Man weiß ja nicht, was sie machen. Ich glaube, ich nutze dann doch nochmal die Gastfreundlichkeit und schlafe eine Runde. Aber so ein Hängebett ist ja eigentlich auch ganz geil. Ja. Hauptsache, man landet erstmal im Dach. Ist das? Aha. Schauen wir nochmal. Nee. Aber da können wir nochmal kurz... Dornen. Da können wir nochmal ganz kurz gucken. Aus welchem... Warum? Warum? Warum hängt sowas rum und dann ist nichts da? Das ist ja blöd. Sand. Ist ja blöd. Autsch, Kaktus. Ja, gucken wir mal ganz kurz. Wir bewegen uns wieder Richtung zu Hause, aber auf einem leicht anderen Weg. Ist auch ganz gut so. Können wir ein bisschen mehr von der Karte aufdecken und trotzdem uns so langsam wieder nach Hause bewegen. Ich könnte mich natürlich auch einfach nach Hause teleportieren, aber das ist ja auch nicht die Sache. Der Sinn der Sache. Hallo. Oh, ja gut. Dum, dum, dum. Na ja, okay. Hier muss es doch irgendwas geben. Irgendwas. Was macht denn das? Was macht denn das Viech da? Soja, wo bist du? Soja. Hoppelhäschen. Dum, dum, dum. Hardened Sand. Ist ganz wichtig. Gut, dann schwimmen wir hier in die Richtung. Bei der einzelnen Palme, da muss Sand sein. Sand. Soja. Aber jetzt haben wir die Boote ja alle weggepackt. Dann muss ein Boot wieder her. Aus Prinzip. Ach, was gibt's denn da? Das war wieder so ein bisschen Dschungel, oder? Aber die Bäume sehen so anders aus. Ah, nee, sehen sie nicht. Falsch gedacht. So kleine Inseln sind eigentlich auch ganz geil. Stellt euch vor, so eine kleine Insel hat man bei sich in der Nähe. Da, wo man hauptsächlich baut. Und dann baut man sich einfach so eine kleine Strandhütte auf die Insel. Das sieht bestimmt auch ganz geil aus. Kann man vielleicht irgendwann mal machen. Ist eine Überlegung wert.
Okay, da ist auf jeden Fall ein Riesenberg wieder. Ignorieren wir jetzt erstmal. Oh, 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 was ist das? Sowas habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ah, Boot ist eh wieder kaputt. Ist das ein Hexenhaus oder was soll das? Darkwood Stairs. Was soll das denn darstellen? Ist da ein Spawner drin? Dead Grass? Oh. Was ist das? Eine Anglerhütte oder was? Taumium Sword. Kiparis Sapling. Iron Ingot, Redstone, Supreme Pizza. Ey, das Haus ist ja geil. Das Haus hat ein echt schönes Design. Das muss ich sagen. Aber wir nehmen alles mal mit. Aus Prinzip. So, gucken wir mal unten. Hallo. Unten. Was haben wir denn hier? 7 Fischfallen. Ein paar Boote. Fishing Rod. Ist auf jeden Fall ein Angler. Sandstone kann man weghauen. Angeln brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber die Boote können wir alle mitnehmen. Die Stickies. Die Fishtraps. Strings. Ja. Fishtrap Bait. Was hauen wir jetzt weg? Hier, Redstone brauchen wir nicht unbedingt. Fische als Fische nehmen wir nicht mit. Ah, cool. Ist im Ofen? Nee. Ah, cool, mit Schornstein und so. Das ist echt schön designt. Die Frage ist, gibt's unten drunter was? Ist das? Ach, das soll ein Boot darstellen, deswegen. Was ist da drunter? Pozzol. Okay. Ich muss mal ganz kurz. Oh ja, klar, ist Wasser drunter. Basalt? Ich weiß, ich höre jetzt da ein bisschen was aus. Ja gut. Kann man ja bei Gelegenheit dann wieder zubauen. Aber ich mache hier gerne jetzt mal ein Waypoint. New. Fischer. Fischerhütte. Safe. Okay, gehen wir mal hier weiter. So. Cool. Sehr schönes Design auf jeden Fall, die Fischerhütte. Mann, ey. Ist mir auch egal. Jetzt renne ich. Okay, jetzt müssen wir wieder... Jetzt müssen wir wieder ins Boot. Ich hab ein Boot. Dim, dim, dim. Ein Boot für alle Fälle. Zack. War schon gut, dass wir die Boote mitgenommen haben. Ganz ehrlich, das kann doch nicht angehen. Vor allem, in welchem Biom findet man so? Ja, ich habe ja das mal gegoogelt, ob man erkennen kann irgendwie, ob... das Bioms spezifisch ist, wo man Soja findet, aber keine Ahnung. Ich habe einfach mal keine Ahnung. Es steht zwar, dass man halt in... Wie heißt's? In Life in the Woods Soja finden kann, aber niemand hat angegeben, wo. Wo findet man das?
Okay, das sind wieder so kleine Bäume. Brauchen wir nicht. Da, da, da. Nee, oder? Ah, Mist, ich muss einen kleinen Umweg gehen. Sonst fahre ich den gleichen Weg wieder zurück. Was ist das? Achso, da war so Crimson Cult wieder. Da brauchen wir nicht hin. Nee. Nein, stopp, stopp, stopp. Ey, ganz ehrlich, woran ist das Boot jetzt kaputt gegangen? Wo dran ist das Boot jetzt kaputt gegangen? Das frage ich mich. Naja, nichtsdestotrotz, wir fahren noch zu... Wir fahren da vorne zu den Palmen. Da ist wieder eine riesen Ölquelle. Riesen Ölquelle. Ich bin echt überfragt, wo es weitergeht. Ist nur eine Frage der Zeit, bis das Boot wieder kaputt geht. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich würde sagen, wir gehen mal da an Land. Bam. Kaputt. War klar. Gehen an Land, holen das Bettchen raus. Machen Nickerchen und wir sehen uns im nächsten Part. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben wäre richtig geil. Würde mich unterstützen, um eine größere Reichweite zu bekommen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr gerne den Abo-Button klicken. Das ist kostenlos und ihr werdet informiert, wenn ich neue Videos bringe. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.